Lantern ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Elektro, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Lampi. Lantern ist ein mittelgroßes fischähnliches Pokémon, das in hellblau, dunkelblau und gelb auftritt. Der Bereich um seine Augen, der untere Teil der Schwanzflosse und seine Leuchtorgane färben sich gelb. Bis auf die Flossen, die hellblau erscheinen, ist der Rest des Körpers dunkelblau gefärbt. Der Torso des Pokémon ist dick und länglich aufgebaut. Auf dem Kopf wächst seine Antenne, die sich etwa am Ende des ersten Drittels aufteilt. Und ein kurzer Teil verweist dabei nach hinten, während das übrige Organ nach vorne zeigt. An den Enden befinden sich die runden Leuchtorgane. Dabei ist das nach hinten gerichtete Organ etwas kleiner als das vordere. An den Seiten sind die kleinen Flossen zu sehen. Die Schwanzflosse ist vertikal länglich aufgebaut. Sie verläuft nach oben spitz, jedoch abgerundet, und im unteren Bereich sind drei Abrundungen erkennbar. Die Augen haben ihren Platz ausschließlich im gelb gefärbten Teil des Gesichtes. Diese bestehen dabei aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen Pupillen. Der Mund schließt unterhalb direkt an den gelben Gesichtsteil an und schließt das Gesicht ab. In der Shiny-Form gehen die gelben Körperareale leicht ins Grüne und die blauen Bereiche minimal ins Violette. Lantern kann wie seine Vorentwicklung Lampi Elektrizität mit seinen Antennen erzeugen. Durch diese Fertigkeit kann Lantern zahlreiche Elektroattacken einsetzen, wie zum Beispiel Elektroball und Ladungsstoß. Durch diese Elektrizität kann Lantern Gegner lähmen, was sich vor allem mit der Attacke Donnerwelle ausdrückt, welche den Gegner paralysiert. Jedoch nutzt Lantern seine Antennen auch, um ein starkes Licht zu erzeugen, welches aus 5000 Metern Entfernung oder aus 5000 Metern Tiefe an die Oberfläche dringt. Dies drückt sich vor allem in Lanturns Attacke Rampenlicht aus. Zudem besitzt Lantern die Fähigkeit, mit seinen Lichtern Gegner zu verwirren, was mit der Attacke Konfusstrahl und im weiteren Sinne auch mit der Attacke Ampelleuchte ausgedrückt wird. Dass Lantern zudem andere Pokémon mit seinen Lichtern anziehen kann, wird mit der Fähigkeit Erleuchtung zum Ausdruck gebracht, welche die Wahrscheinlichkeit verdoppelt, auf ein wildes Pokémon zu treffen. Darüber hinaus kann Lantern mit seinen Antennen auch Elektrizität absorbieren, was mit der Fähigkeit Voltabsorber ausgedrückt wird, durch welche Treffer von Elektroattacken keinen Schaden verursachen, sondern stattdessen Kraftpunkte regenerieren. Dass Lantern auch mittels Wasserkraftpunkte regenerieren kann, wird neben der Attacke Wasserring mit der versteckten Fähigkeit H2O-Absorber ausgedrückt, welche eine Variation der Fähigkeit Voltabsorber darstellt und daher bei Treffern durch Wasserattacken keinen Schaden verursacht, sondern stattdessen Kraftpunkte regeneriert. Lantern leben in einer Tiefe von ca. 5000 Metern unter dem Meeresspiegel, wo das Licht der Sonne nie hindringt. Ihr Licht ist so hell, dass es sogar aus dieser Tiefe bis an die Oberfläche gelangt. Da das Meer durch die Lichter von Lantern wie eine sternklare Nacht wirkt, nennt man Lantern auch Tiefseestern. Lantern nutzt ihr helles Licht, um Beute anzulocken. Sobald solche in der Nähe sind, blendet Lantern seine Beute mit einem starken Blitz, paralysiert sie mit Elektrizität aus den Antennen und verschlingt anschließend die gelähmte Beute mit einem Schluck. Lantern sind weder nur Einzelgänger noch nur Gruppentiere. Manche leben alleine, sind da tatsächlich Einzelgänger, andere jedoch leben im Schwarm und jagen auch gemeinsam. Lantern ist ein Pokémon der Stufe 1, welches sich aus Lampi entwickelt. Bei dieser Entwicklung wachsen die beiden Antennen zusammen. Eins der zuvor seitlichen Leuchtorgane wandert nach vorne, das andere nach hinten. Im Gesicht und an der anderen hinteren Flosse, welche sich erst durch die Entwicklung bildete, bekommt das Pokémon gelbe Farbpartien. Außerdem formieren sich bei der Entwicklung die Augen, so dass Lantern besser sieht als Lampi. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Lampi zu Lantern dabei beim Erreichen von Level 27 ausgelöst. Mit seinen beiden Typen nimmt es Viertelschaden gegen Stahlattacken, halben Schaden gegen Feuer-, Eis-, Flug- und Wasserattacken. Es sei denn, es hat die versteckte Fähigkeit H2O-Absorber, dann ist es immun gegen Wasserattacken. Doppelten Schaden nimmt es gegen Pflanzen- und Bodenattacken und normalen Schaden gegen den Rest. Es sei denn, es hat die Fähigkeit Voltabsorber, dann ist es immun gegen Elektroattacken, das normalerweise normalen Schaden macht.